Beifall für die Teilnehmer der Mühe-Olympiade 2015. 4 Tage lang haben sie hier im Olympiastützpunkt Heidelberg für diesen Augenblick trainiert. 10 Kinder und Jugendliche folgten der Einladung zum diesjährigen Trainingscamp. Hier hatten sie die Möglichkeit, den Umgang mit ihrer myoelektrisch gesteuerten Armprothese spielerisch zu trainieren. Unterstützt wurden sie dabei von Therapeutinnen und Therapeuten der Firma Polig. Ein Highlight war das Bogenschießen mit der deutschen Vizemeisterin Vanessa Bui. Auf spielerische Art und Weise wurden so ganz alltägliche Fertigkeiten trainiert. Sachen wie, wie bürste ich meine Haare, wie schneide ich mein Schnitzel, wie ziehe ich den Reißverschluss meiner Jacke hoch, dass die aufgegriffen werden, auch erkannt werden, weil das oft Handlungen sind, die die Eltern im Alltag automatisch für die Kinder übernehmen und ihnen abnehmen. Und hier gucken wir drauf und geben Tipps, dass das in Zukunft selbstständig gemacht werden kann von den Kindern. Jeweils ein jüngeres und ein älteres Kind gingen eine Patenschaft ein. Der aktive Einsatz der Myoprothesen, auch bei feinmotorischen Anwendungen, wurde gezielt trainiert. Das ist zum einen die Körperkoordination, besser mit dem gesamten Körperbild und dem Schema umzugehen, die Prothese auch ins eigene Körperschema aufzunehmen, aber auch speziell das Greifen der Prothese zu trainieren, dass dies Zugreifen, Festhalten intensiv beübt wird, damit die Kraft und die Ausdauer und eben auch die Einsatzmöglichkeiten den Kindern klar werden. Es gibt zum Teil Aha-Erlebnisse, es gibt aber eben auch wirklich die Beobachtung, dass die Kinder die Prothese plötzlich gerne und ohne nachzudenken den ganzen Tag tragen. Zum einen während des Camps, aber auch die Rückmeldung kommt, dass es hinterher so ist, dass es natürlich und völlig normal ist. Sie denken nicht mehr drüber nach. Auch die Eltern der Teilnehmer konnten viele positive Erfahrungen sammeln. Die Kinder, sie sehen, sie sind nicht alleine. Also das ist für uns als Eltern jetzt, wenn ich für mich sprechen darf, das Allerwichtigste. Sie kommen mit gleich Betroffenen zusammen. Sie sehen sich unheimlich viel ab von den Teilnehmern. Sind das jetzt Jüngere oder auch Ältere? Durch die Gespräche mit den Eltern erfährt man auch, es gibt auch Schwimmhilfen, es gibt auch Sportprothesen, was man halt so nicht weiß. Oder irgendwelche Hilfsmittel beim Essen mit Besteck, dass das mit der Prothese besser klappt. Also man erfährt durch diese Treffen auch ganz, ganz viele wichtige Informationen. Mit dem Einmarsch der Olympioniken zur großen Abschlussveranstaltung erreichte das Myocamp schließlich seinen Höhepunkt. Endlich konnten die Kinder und Jugendlichen ihren Eltern zeigen, was sie in den vergangenen Tagen gelernt und geübt haben. Michael Schäfer, Geschäftsführer der Polig GmbH, überreichte die Teilnehmermedaillen. Es ist immer wieder erstaunlich, welche Initiativen die Kinder entwickeln, wie sie mit ihren Prothesen lernen, umzugehen und die auch zu Situationen zu nutzen, die die Eltern gar nicht vorher gekannt haben. Für uns ist es einfach jedes Mal, wenn wir es veranstalten, ein toller Erfolg. Mir hat am besten gefallen das Basteln, weil wir jedes Mal verschiedene Themen hatten. Es war toll. Ich komme das nächste Mal.